Hallo. Ich werde heute versuchen, euch zu erklären, wie man mit diesem Controller umgehen kann. Wir wollen ja, dass der Index-Controller, dass der irgendwie eine Übersicht oder was in der Art angezeigt wird. Und ja. Dazu habe ich jetzt hier in meinem Groups-Controller erstmal manuell zwei Einträge angelegt. Das müsst ihr nicht machen, das habe ich jetzt nur schnell mal gemacht, um euch das besser zu veranschaulichen. Im Endeffekt funktioniert das Ganze jetzt so, dass wir im Controller, also hier Function Index, müssen wir Index eine Variable zur Verfügung stellen. Und zwar eine Variable, die alle Einträge aus dem Modell Group beinhaltet. Das funktioniert in PHP, in CakePHP sehr einfach. Man spricht einfach hier objektorientiert das Model an, ist hier Group und sucht dann Einträge. Und zwar macht man das mit der Funktion Find. Ich benutze jetzt nur mal die leichteste Form davon. Später in einem anderen Tutorial werde ich da vielleicht nochmal genauer davon eingeben. Find all bedeutet einfach, liefere alle Einträge aus dem Group-Modell. Ja. Jetzt müsste ich die hier in einer Variable speichern und dann an die View weiterleiten. Und zwar macht man das mit this Set. Dieser Set-Befehl sieht so aus, dass man zuerst im String den Variablennamen angibt. Ich nenne den hier jetzt mal Groups, weil hier alle Groups drin gespeichert werden sollen. Und hinten dran kommt dann der Inhalt der Variable. Da nehme ich jetzt einfach hier dieses this Groups Find All, was wir gerade eben geschrieben haben. So, und das sollte jetzt auch schon so funktionieren. Wir können das Ganze mal prüfen und das mache ich jetzt auch, um zu zeigen, wie genau das aussieht. Und zwar gebe ich jetzt einfach mal in PHP die Variable aus, die wir gerade gesetzt haben. Das war Groups. Die dumpe ich mal, nur dass ihr sehen könnt, wie genau das aussieht. So, wenn ich jetzt hier wenn ich hier jetzt den Groups Controller aufrufe, müsste er die Index anzeigen und wie ihr seht, ist hier dieses Array jetzt aufgelistet mit den zwei Einträgen. Zum einen der Admin, zum anderen der Default. Und könnt euch mal genau anschauen, wie die Struktur hier im Array aussieht. Ich durchlaufe das jetzt mal so, dass ich das tabellarisch ausgeben kann. Und zwar for each groups as group. Also ich spalte sozusagen dieses mehrdimensionale Array in ein kleineres mehrdimensionales Array auf. Sozusagen eine Stufe runter. Und habe dann sozusagen in jedem Schleifendurchlauf eine Gruppe. Und von der kann ich jetzt die Variablen direkt ausgeben. Ich mache das mal hier in der Tabelle. Den Dump lasse ich jetzt vorerst mal. Jetzt haben wir hier. Ja, und da geben wir jetzt einfach mal nur den Gruppennamen aus. Ich denke, dann sollte man sehen können, wie das funktioniert. Und zwar haben wir hier einfach die Group
wenn wir uns jetzt nochmal hier den Aufbau anschauen von einem Eintrag, dann gehört der immer zu dem übergeordneten mehrdimensionalen Array Group. Und der Eintrag aus Group, der uns jetzt hier interessiert, wie gesagt, wir wollen jetzt nur mal den Titel da eingeben, das wäre hier Name. So, wenn wir uns das jetzt hier ansehen, dann seht ihr, hier diese zwei Einträge haben wir. Genauso funktioniert das, wenn wir jetzt einen anderen Eintrag haben wollen, zum Beispiel created, dann können wir hier einfach created eingeben oder modified was habe ich noch angegeben noch die ID, ja, die gebe ich jetzt nicht an, ist ja auch egal, wie gesagt, ihr seht jetzt, wie das funktioniert. Natürlich würde man das so nicht machen. Wenn dann so. Und jetzt haben wir hier schon eine schön geordnete Tabelle. Den kann ich jetzt mal löschen, den Dump. Und dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt einfach noch kurz die Delete Action an. Das ist eine sehr leichte Action, die wir hier auch direkt mal auf den Index anwenden können. Für Delete brauchen wir kein View, weil, also rein theoretisch könnte man eins machen, aber das kann man sich auch sparen. Wir machen hier nur eine Verlinkung rein. Ich setze die jetzt mal hier noch hinten dran. So. Und zwar funktioniert es so, dass wir die HTML-Helper-Klasse benutzen von CakePHP. In der definieren wir einen Link. Diese Funktion Link, die sieht so aus, dass wir zuerst sozusagen das Value von dem Link eingeben, das was im A-Tag zwischen dem Anfangstag und dem Endtag steht. Also löschen. Wir wollen, dass Löschen sichtbar ist als Klickfläche. Dann geben wir an, wohin dieser Link verweist. Rein theoretisch könnte man da jetzt nur Action gleich Delete angeben. Wenn man das Ganze aber ein bisschen genauer machen will und auch möchte, dass es von anderen Controllern aus aufrufbar ist, dann gibt man hier noch Controller gleich Groups an, weil wir uns hier gerade im Groups Controller befinden. Oh, jetzt habe ich da was mit Anführungszeichen verstanden. So. Wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, dann habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht, aber ihr seht hier unten schon, dass die Verlinkung stimmt. Ich habe vergessen, ein TD drumherum zu legen. Ja, das ist dumm. Ah. So. Jetzt sieht das Ganze schon mal besser aus. Wenn wir da jetzt draufklicken, dann zeigt er uns an, dass diese View nicht gefunden wurde. Das kann man umgehen, indem wir jetzt einfach im Delete ein Redirect einrichten, also eine Umleitung. This Redirect
Da kann man jetzt, wie eben auch schon im Link, ein Array eingeben, indem man den Controller definiert, Groups und die Action. Index. Rein theoretisch könnte man sich hier die Action sparen, weil er automatisch den Index aufrufen würde. Ich mache es jetzt nur mal ausführlich. So, also wenn man hier draufklickt, kommt man wieder zurück. Genauso wie wir es sollten. Jetzt fehlt natürlich noch diese Delete Action. Und zwar müssen wir in der Delete-Funktion ja angeben, was wir löschen wollen. Also Delete ID. Da weisen wir auch gleich mal einen Wert zu, dass der nicht zu Fehlern kommt. So, jetzt müssen wir aber natürlich auch im Link direkt die Variable mit übergeben, den Parameter. Und das funktioniert, indem wir hier einfach die ID reinschreiben. Die ID heißt hier aber nicht ID, sondern Group ID. Und wenn wir uns jetzt nochmal den Link anschauen, dann seht ihr hier unten, dass der Parameter nach einem Slash mitgeliefert wird. Hier ist der Eintrag 1, Eintrag 2. Die Funktion zum Löschen ist relativ einfach. Das heißt einfach this delete und dann übergeben wir der Delete Action die ID. Delete rechnet immer mit einer ID. Es gibt auch noch Delete All, da kann man genauer definieren, was wie gelöscht werden soll. Dazu kommen wir in einem späteren Tutorial. So, das sollte jetzt eigentlich schon funktionieren. Wenn wir jetzt einfach mal Default Loop User löschen, dann seht ihr, es funktioniert. Wir wollen aber natürlich, dass das Ganze auch nicht sofort funktioniert, sondern als erst eine Nachfrage kommt, ob wir das wirklich löschen wollen. Es kann ja immer mal vorkommen, dass man sich verklickt. Und das funktioniert, indem wir hier einfach nach diesem Array hier, nach dem Parameter, nach dem Target Array noch im vierten Parameter dann eine JavaScript-Abfrage einbauen. Wenn wir jetzt einfach mal, wollen Sie den Eintrag wirklich löschen? Löschen? Da kriegt PHP dann automatisch eine JavaScript-Abfrage. Kann ich es mal anschauen hier mit OK und abbrechen. Jetzt wollen wir natürlich auch noch hier drauf reagieren. Und zwar wollen wir, wenn der Eintrag erfolgreich gelöscht wurde, wollen wir eine Erfolgsnachricht ausgeben. Wenn nicht, wollen wir eine Misserfolgsnachricht ausgeben. Redirect wollen wir bei beidem aber wieder zum Index machen. Rein theoretisch kann ich das auch danach stehen lassen. Und dann gibt es die sogenannte Flash-Message. Flash. In der Flash-Message funktioniert so, dass sie einmal ausgegeben wird und dann wird sie wieder aus dem Cache gelöscht. Kann man also nicht mehrmals verwenden. Will man aber ja auch nicht. Hier schreiben wir jetzt mal rein. Wurde erfolgreich gelöscht. So, wenn ihr jetzt was löschen, dann sollte das. Habe ich jetzt was falsch gemacht, aber wir haben auch keine Zeit mehr, deswegen geht es weiter im nächsten Tutorial. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao!